Wolf Fuß und Frank Buschmann melden sich heute live aus der UEFA Champions League. Liebe Zuschauer, genauer gesagt live vom Halbfinale. Von einer Partie, die einiges verspricht. Zwei Teams, die für Klasse stehen, für taktische Brillanz. Das wird spannend. Und heute heißt es also Borussia Dortmund gegen Tottenham Hotspur. Hinspiel im UEFA Champions League Halbfinale. Das sind natürlich auch so Spiele, wo Nervenstärke gefragt ist. Absolut, Wolf. Das Finale ist in Sichtweite. Die Fans können es kaum noch erwarten. Aber jetzt, genau jetzt heißt es Ruhe bewahren, konzentriert auftreten und sich bloß nicht ablenken lassen. Und so tritt der BVB heute also an. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen und zwar aus dem Mittelfeld. Wo siehst du heute ihren taktischen Schwerpunkt, Buschi? Ja, Wolf. Also ich glaube, sie werden wieder diesen unglaublichen Druck aufbauen. Sie werden es wieder mit Forechecking versuchen. Und wenn man das so gut drauf hat, dann ist das eine vielversprechende Strategie. Und damit gehen wir rein in dieses Halbfinal-Hinspiel. In dieser unglaublich spannenden UEFA Champions League. Ich glaube, das wird wieder ein Klassiker. Witzel. Philipp. Thomas Delaney. Delaney! Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Sie haben den Ball. Dann Axel Zagadou. Delaney. Achraf Hakimi. Christian Pulisic. Es gibt einen Einwurf für Borussia Dortmund. Und Witzel. Jetzt Marco Reus. Christian Pulisic. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Gibt Einwurf für den BVB. Unnötiger Ballverlust. Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Witzel. Delaney. Wird das eine Torchance? Sie suchen das Loch in der Abwehr. Kane. Eriksen. Sissoko. Chance vertan. Die Kugel ist weg. Den Ball hat er, ganz souverän. Und Reus. Marco Reus ist so ein überragender Fußballer. Leider hat er immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Ja, das ist eine relativ lange Krankenakte. Und ach, was war das bitter, diese Verletzung vor der WM 2014. Jetzt haben sie den Ball verloren. Weg ist der Ball. Witzel! Gehalten! Unglaublich, Wolf. Was für ein sensationeller Reflex. Fällt das Tor doch noch? Jetzt kann er flanken.
Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Thomas Delaney. Und Reus. Den Ball abgewehrt und festgehalten. Klasse gemacht. Sissoko. Wings. Delaney. Und jetzt Reus. Schmelzer. Und nun Witzel. Philipp. Jetzt kann er die Flanke bringen. Ball draußen. Es gibt Einwurf. Nun Jan Vertonghen. Vertonghen. Und Eriksen. Trippier. Und nun Eriksen. Jongmin Son. Jetzt Eriksen. Son. Trippier. Eriksen. Und den spielt er gleich wieder zurück. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Ja, Flanke kommt kurz. Da fängt er die Flanke ab. Rose. Sissoko. Alderweireld. Alderweireld. Und Eriksen. Viel Platz auf außen für Tottenham. Jetzt Eriksen. Jongmin Son. Die kurze Variante. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Ballverlust. Jetzt sind sie am Ball. Jetzt Vertonghen. Sissoko. Für den BVB wird das heute keine leichte Aufgabe, Buschi. Nee, dazu sind die Teams einfach zu ausgeglichen. Es wird auf Kleinigkeiten ankommen. Harry Kane. Jongmin Son. Ganz entschlossen gehen sie dahin mit zwei Mann. Da passt er auf. Ball geklärt. Dortmund über außen. Das macht er gut. Alderweireld. Oh, Alderweireld, jetzt im Bedrängnis. Son. Wings. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Sie suchen die Lücke. Danny Rose. Christian Eriksen. Und er hat den Ball. Aus diesem Einwurf könnte sich vielleicht eine Chance entwickeln. Rose. Da ist die Flanke. Jetzt könnte er flanken. Harry Kane. Ecke Tottenham. Kurze Ecke. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Guter Pass, der kommt an. Dele. Kane! Richtig gut vom Torwart, den hat er sicher. Christian Pulisic. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Nach 45 Minuten kann man hier noch keine wirkliche Prognose abgeben, oder Buschi? Nee, nicht wirklich, Wolf. Ausgeglichene Partie bis hierhin, aber das ist in einem Halbfinale ja auch fast zu erwarten. Zwei Klasse-Teams, die sich nicht viel Luft zum Atmen lassen. Weiter geht's. Halbfinal-Hinspiel der UEFA Champions League. Durchgang 2 läuft.
Und die Spannung ist enorm. Es geht um viel. Es geht um den Einzug ins Endspiel. Dele. Jungmin Son. Sie holen sich den Ball. Entschlossen geklärt. Delaney. Jadon Sancho. Sie rücken schön nach, bieten sich an. Reus. Nein, kein Tor. Schöner, platzierter Ball, aber am Ende eben doch kein Treffer. Das wäre es natürlich gewesen. Da fasst er sich ein Herz, zieht ab und beinahe ist er damit auch noch erfolgreich. Eine richtig knappe Kiste. Vertonghen, Eriksen, Rose. Auch dieser Ball kommt an, das macht er gut heute. Harry Kane. Eriksen, Kane. Harry Kane. Dele. Jetzt schießt er. Was für eine Parade. Mit einem Hechtschwung kommt er an den Ball, macht sich ganz lang. Riesenaktion. Und man sieht wieder einmal, er ist ein hechtender Klassekeeper. Jetzt der Eckball. Nein, schwacher Ball. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Das ist noch gefährlich. Ahnt hier diesen Pass. Sissoko. Super Aktion von Bürki. Gute Chance jetzt. Sie bekommen die Ecke. Die Fans spüren, aktuell sind sie am Drücker. Gute Gelegenheit jetzt hier mit dieser Ecke. Eine kurze Ecke. Ja, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Jetzt eine gute Flanke. Und da gibt's jetzt den Einwurf. Beide Trainer reagieren. Sie bringen neues Spielermaterial. Yeah. Schmelzer. Dann Axel Zagadou. Gut den Körper eingesetzt. Ah, das muss er besser lösen. Müsste gelb geben. Und für dieses Foulspiel wird er verwarnt. Okay, die gelbe kann man geben. Oh, hier sieht man es nochmal ganz deutlich. Die Grätsche war alles andere als optimal. Keine andere Option für den Referee. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Eriksen. Die Gäste werden wechseln. Christian Eriksen. Danny Rose. Delaney. Jadon Sancho. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Freistoßentscheidung korrekt. Ein neuer Mann macht sich bereit. Maurizio Pochettino will wechseln. Ja, schauen wir mal, ob das jetzt auch den erhofften Erfolg haben wird. Llorente. Alderweireld. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Der Schiri gibt Vorteil. Da gibt er Freistoß. Jetzt kommt die Auswechslung. Der verwarnte Spieler muss runter. Ja, sicher besser so. Da geht der Trainer kein Risiko.
Ah, sie werden den Ball scharf reinbringen und wir gucken, was sie draus machen. Ball kommt rein. Aurier! Und da haben wir es, das Tor. Da kommt er rein und macht gleich sein Tor. Alles richtig gemacht mit diesem Wechsel. Und jetzt die Wiederholung des Treffers. Ja, da konnte er ja fast nicht anders, als hier zu treffen. Die Hereingabe perfekt. Wunderbar anzusehen, wirklich. Und da haben wir noch mal das klasse Kopfballtor. Toll vorbereitet und dann stimmt auch das Timing beim Kopfball. Absolut sehenswert. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Witzel. Jadon Sancho. Axel Witzel jetzt. Ja, es müsste mal eine zündende Idee kommen. Reus. Er spielt den Pass zurück. Delaney. Dankbar dieser Ball für Lloris. Da hat er überhaupt keine Probleme mit. Aurier. Eriksen jetzt am Ball. Jan Vertonghen jetzt. Abseits hier von Harry Kane. Achraf Hakimi. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Jetzt haben sie den Ball verloren. Wings. Scheint so, dass die Dortmunder wechseln wollen. Den Ball holt er sich. Die Dortmunder Fans, sie hoffen auf den... Klasse Zuspiel. Dortmund über außen. Da bekommt er Unterstützung. Flanke jetzt. Da können sie erstmal klären. Entschlossen geklärt. Der BVB braucht hier ein Tor, um wenigstens noch den Ausgleich zu packen. Was meinst du? Geht noch was? Naja, ein paar Minütchen sind es ja noch. Die Dortmunder haben das drauf, sind immer für ein Tor gut. Marco Reus geht mit Ball vorne rein. So, das ist abseits, brauchen wir gar nicht lange diskutieren. Und wir können hier belegen, eine sehr knappe, aber eine richtige Entscheidung. Spielerwechsel jetzt bei Borussia Dortmund. Ja, soll noch mal ein neuer Impuls von der Bank kommen. Ein spannendes Spiel bis zum Schluss. Tut sich hier noch was? Eriksen jetzt am Ball. Kane. Ja, sie lassen den Ball laufen, suchen so wenig die Lücke. Das ist natürlich klasse. Sie bieten sich an. Wings. Yeah. Trippier. Llorente. Dele. Jetzt die Flanke. Klasse, wie er das gelöst hat. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Und jetzt geben die Fans hier nochmal Gas. Gibt ordentlich was drauf an Nachspielzeit. Vielleicht geht ja noch was. Klar, dass die Fans hier jetzt noch mal Hoffnung haben. Wäre nicht das erste Mal, dass in der Nachspielzeit noch Verrücktes passiert. Ecke kommt's. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Er versucht's. Llorente. Der Schuss war nicht gut, kein Problem für ihn. Reus.
Marco Reus ist ja nicht nur herausragend im Dribbling, sondern auch bei ruhenden Bällen, Buschi. Ja, hat schon dank seiner super Schusstechnik den einen oder anderen Freistoß versenkt. Also Fouls in Strafraumnähe. Das Spiel ist aus. Es bleibt beim 1:0. Halbfinale, Hinspielniederlage, keine gute Ausgangsposition vor dem Rückspiel. Es wird schwer, jetzt noch ins Finale einzuziehen. Aber ich traue Ihnen das zu. Der Mannschaft, dem Trainer, der ist jetzt schon dran und überlegt, was er anders machen muss. Ein gutes Spiel von ihm heute, kann man nicht anders sagen. Wichtiges Tor heute von ihm, das Entscheidende sogar. Guter Auftritt. To see you say, yes, I know I'm crazy, crazy about you, crazy about you.